Sieht irgendwie aus, als wäre das ein Pyjama. Aber das ist kein Pyjama. Das ist ein Kleid. Sieht es aus wie ein Pyjama? Nein. Okay, starten wir durch. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Q&A für euch, das habt ihr euch gewünscht. Es sind tatsächlich auch ganz, ganz viele Fragen zusammengekommen hier auf Instagram. Und ich werde jetzt mal ein paar beantworten. Alle werde ich nicht schaffen, aber ich kann euch gerne nach und nach immer mal wieder eine Frage beantworten. Das ist überhaupt kein Problem. Also in den Vlogs oder ich mache nochmal ein Q&A, ist überhaupt kein Problem. Ich würde sagen, ihr holt euch mal was zu trinken. Also erst auf Pause drücken, was zu trinken holen, einen Tee oder einen Kaffee oder ein Wasser. Und dann geht's los. Dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich habe mich natürlich super darauf vorbereitet, nämlich nicht. Also hier sind so, so viele tolle Fragen. Ich weiß gar nicht, welche ich zuerst beantworten soll. Aber ich glaube, wir nehmen mal diese hier von der Nina. Die finde ich ganz gut. Und zwar, wovor hast du am meisten Angst vor der Geburt? Möchtest du das Baby per Kaiserschnitt oder per normale Geburt bekommen? Also, meine vier Jungs habe ich normal entbunden. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man einen Kaiserschnitt bekommt. Es wäre schön, wenn auch dieses Baby hier normal zur Welt kommt, aber wenn es medizinisch eben notwendig wäre. Also ich kann mich dann wahrscheinlich nicht gegen wehren. Irgendwie muss es rauskommen und dann wäre es so. Aber da kommen wir schon direkt zur ersten Frage. Das wäre tatsächlich auch meine größte Angst, wenn ich ehrlich bin, weil ich da nicht weiß, was auf mich zukommt, dass man während einer Geburt Schmerzen hat, das ist, denke ich, für alle klar. Ich habe mich tatsächlich aber immer auf die Geburt meiner Kinder gefreut und bin auch diesmal sehr, sehr gespannt, was mich da so erwartet. Ja, und Angst habe ich natürlich auch, dass irgendwelche Komplikationen eintreten oder, ne? Aber das ist, denke ich, ganz normal. Dann fragt mich hier die SXB14, was würdest du machen, wenn es auf einmal doch Zwillinge werden? Also das ist eher unwahrscheinlich, ne? Weil dafür habe ich das Baby jetzt schon zu oft gesehen, aber auch das wäre überhaupt kein Problem. Das wäre richtig, richtig schön sogar, Zwillinge zu bekommen. Das habe ich mir tatsächlich schon immer gewünscht, mal Zwillinge zu bekommen. Das ist natürlich super anstrengend, gar keine Frage. Aber ja, das hätte ich irgendwie richtig cool gefunden. Die Brüder meines Mannes sind tatsächlich Zwillinge, also wäre es eigentlich möglich gewesen, aber ich glaube, mein Mann gibt es jetzt eher an unsere Söhne weiter. Und ich habe mir tatsächlich einen Zwillingskinderwagen gekauft, als der Lissandro zur Welt gekommen ist, weil der Gianluca ja noch sehr klein war. Also eigentlich sagt man heute Geschwisterkinderwagen, aber damals, ja, der war von Hartan. Der hieß Zwillingskinderwagen und der war so riesig. Ich musste hier bei uns in einem Laden immer mit den gekauften, aber noch nicht bezahlten Dingen, also waren sie eigentlich nicht gekauft, also mit den ausgesuchten Sachen, nochmal außenrum und von vorne an die Kasse gehen, weil der so breit war, dass ich nicht durchgekommen bin. Aber die haben das dann schon gewusst, die kennen mich ja und alles gut. Aber so viel zu Zwillingen und Zwillingskinderwagen. Ja, dann fragt mich die Frau Iris L. Liebe Heidi, kommen deine Eltern dich besuchen, wenn das Baby da ist? Ja, also das ist echt total schlimm, wenn die Großeltern weit weg wohnen und nicht sehen, wie die Enkelkinder aufwachsen. So ist es ja jetzt bei uns. Meine Eltern, ja, das steht in den Sternen, ob die kommen werden dann, wenn das Baby zur Welt kommt. Es ist ja alles gar nicht so einfach, das hatte ich euch schon mal erzählt, also in Italien das Haus zu verlassen. Also gerade im Süden ist nicht so lustig und es wäre natürlich total schön, wenn sie kommen. Bisher sind sie zu keiner Geburt gekommen, also ich hatte da wirklich überhaupt gar keine Unterstützung, aber auch das ging. Das haben die ja nicht extra gemacht, ich weiß ja, dass es halt nicht geht und ja, ich würde es mir aber sehr, sehr wünschen. Vielleicht kommt meine Schwester Steffi. Die hat schon einen Antrag auf Urlaub gestellt, was aber auch nicht so einfach ist. Und, aber wie gesagt, ich verlasse mich da nicht drauf. Ich weiß, dass ich selber wieder die Ärmel hinterkrempel und dann Gas gebe. Dann die D.Anna88. Woher nimmst du immer deine tolle Laune und auch, dass du täglich putzt, auch wenn man zum Beispiel keine Lust, Kraft und so weiter hat? Also, ja. Woher nehme ich die gute Laune?
ich kann es eh nicht ändern, ich muss es machen. Hier würde alles liegen bleiben und das möchte ich halt einfach nicht. Die Arbeit muss gemacht werden und mit so vielen Kindern ist es, denke ich, jedem klar, dass da viel Arbeit anfällt. Wenn ihr jetzt irgendwo angestellt seid in irgendeinem Büro und 8 Stunden arbeiten müsst, dann könnt ihr auch nicht sagen, ich bin gerade so kraftlos und ich kann die Arbeit jetzt nicht machen. Irgendwann artet es dann auch aus, ne? Also man muss es halt einfach machen. Einfach schön Musik an, ganz laut und dann geht es. Ich putze sehr gerne, das ist auch keine Frage. Und es muss ja gemacht werden. Also, ne? In so einem großen Haushalt wäre es ein bisschen blöd, wenn alles liegen bleibt. Da kriege ich echt schlechte Laune und deshalb mache ich es und bin immer gut gelaunt. Also ich bin natürlich auch mal schlecht gelaunt, aber da muss mich schon jemand sehr, sehr ärgern. Ja, es ist so, dass ich im Moment abends schon auch sehr kaputt bin. Ne? So viel zum Thema Kraft. Ja, das ist natürlich hier schon einiges, was ich noch mittrage, ne? Aber es funktioniert alles, alles gut. Dann hier die Lina Marie, 7600. Liebe Heidi, was ein wunderschönes Bild. Gibt es schon potenzielle Namen für den Nachwuchs? Ja, also Mädchennamen ist schon total sicher. Ganz sicher. Und bei den Jungs haben wir uns bei den letzten 4 Kindern, wie das sich anhört, bei den letzten 4 Kindern. Also bei unseren 4 Jungs haben wir uns schon unglaublich schwer getan. Ich habe euch dazu auch ein Video abgedreht zu den Namen. Und ich finde jungen Namen so schwierig. Das ist so schwer. Nee, da haben wir noch keinen. Wir haben tatsächlich noch keinen. Der Alessandro hat einen, der gefällt ihm total gut, aber der gefällt mir gar nicht. Und ja, naja, ist egal. Also, wie gesagt, wir haben noch keinen Namen. Die Kuchenfee fragt, bekommt das Baby ein eigenes Zimmer? Ja, das Baby bekommt ein eigenes Zimmer. Dann fragt die Ries Lena, 15, weißt du schon, beziehungsweise wo glaubst du, dein Kind zu entbinden? Das weiß ich noch nicht tatsächlich. Ich muss mir da auch nochmal den Kreißsaal, denke ich mal, anschauen. Ne? Also in dem Krankenhaus, in dem der Alessandro geboren wurde, das werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Das hatte ich jetzt erst noch mit meiner Frauenärztin besprochen. Die haben nämlich keine Kinderklinik. Und mit Schwangerschaftsdiabetes hat sie gemeint, wäre es besser, eine Klinik oder ein Klinikum auszuwählen, in dem es auch eine Kinderstation gibt. Ja, naja, wir werden sehen. Es ist schwierig bei uns. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich es in einem Krankenhaus schaffen werde. Wobei mein Mann hat ja so viel Erfahrung da. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß, um Gottes Willen. Dann hier, Unicorn 2. Mich würde interessieren, wie du dich nach der Schwangerschaft in Shape gebracht hast und ob du dir da was vornimmst. Also, bei meinen Jungs war es so, dass ich sehr, sehr schnell wieder bei meinem Startgewicht war. Im Gegenteil, ich war dann sogar drunter. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass ich so viel Stress hatte. Also mit 4 so kleinen Kindern, dann habe ich gestillt. Also ich hatte ja dann 3 Wickelkinder, war am Stillen. Und den Max, der ist ja da eingeschult worden, also es war schon stressig, ne? Dann bist du halt so am Rumrennen wie so ein HB-Männchen und ich denke, dass das auch viel bei mir jetzt ausgemacht hat. Stress verarbeitet jeder anders, aber es war halt einfach so, dass ich sehr, sehr schnell wieder abgenommen hatte und tatsächlich dann auch viel zu wenig gewogen habe, also das war wirklich nicht gut, aber nicht extra, also ne, ich war dann halt wieder sehr dünn. Und das Stillen hat mir tatsächlich schon auch viel, viel Kraft gezogen, will ich sagen. Es hört sich blöd an. Also ich liebe es zu stillen. Ich fand es ganz, ganz toll. Und es ist, denke ich, auch genetisch so, dass, ja, also es ist bei jeder Frau einfach anders. Ne? Und bei dem Baby hier werden wir jetzt sehen, wie ich nach der Geburt aussehe. Natürlich möchte ich mich fit halten. Natürlich würde ich ganz gern wieder mein Startgewicht haben. Also nicht sofort nach der Geburt, logischerweise. Das geht ja auch gar nicht. Da mache ich mich überhaupt nicht verrückt. Ich weiß, dass ich viel in Bewegung bin. Wir haben einen Hund. Ich gehe viel raus. Ich muss hier viele Treppen, ne, steigen. Und so lange, wie es dauert, so lange dauert es halt. Ne? Das ist überhaupt keine Frage, aber ich möchte schon drauf achten. Also das ist auch überhaupt keine Frage. Ne? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, oh, ist mir total egal. Also die ganzen Klamotten, die ich im Schrank habe, die würde ich dann ganz gern nach einer Zeit dann schon auch wieder anziehen, wenn es geht.
Letter Design fragt oder schreibt, warum verratet ihr nicht das Geschlecht eures Babys? Ihr müsst es doch längst wissen, solange versteckt sich doch kein Baby. Ja, ich habe das schon so oft erklärt, dass wir uns überraschen lassen möchten. Das hat sie scheinbar nicht mitbekommen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn Fragen kostet ja nichts. Ach, die Schmidt Nelly 7 schreibt, du siehst so wunderschön aus und so glücklich, die Schwangerschaft steht dir richtig gut. Och Gott, wie lieb ihr seid. Vielen, vielen Dank. Also, ja, das weiß ich nicht, warum das so ist, dass hier so ein schöner Bauch entsteht. Das macht einen natürlich total glücklich und dann strahlt man. Es muss einem schon aber auch gut gehen, ne? Aber ich bin schon auch echt kaputt. Das ist auch keine Frage. Aber dann nehme ich nicht die Kamera in die Hand. Dann die Emma fragt, spielen deine Jungs Instrumente oder haben gespielt? Kannst du mich bitte grüßen? Liebe Grüße an dich. Ja, also meine Jungs haben Instrumente gespielt, beziehungsweise spielen jetzt noch Instrumente. Der Gianluca spielt, wie heißt, mir fällt es nicht ein, ich sag's euch gleich. Der Lissandro hat Flöte und Gitarre gespielt, jetzt nicht mehr. Und der Max, der hat Schlagzeug gespielt. Und der Gianluca spielt Tenorhorn. Jetzt habe ich's. Das hat lange gedauert. Die Christiane fragt, wie lange hast du in Italien gelebt? Wo bist du in die Schule gegangen und sind beide Eltern aus Italien? Also, ich habe in Italien gelebt. Ich bin in Italien auch zur Schule gegangen. Und wir waren, ich glaube, 4 Jahre in Italien, als wir wieder zurückgekommen sind. Ich habe es euch schon mal erzählt, bei uns wurde ganz oft eingebrochen und so weiter. Und deshalb sind wir wieder zurückgekommen. Und als meine Eltern sich dazu entschieden haben, wieder zurückzuziehen, habe ich gesagt, nein, ich bleibe da. Genau, und dann habe ich hier meine Schule weitergemacht und meinen Abschluss und so weiter und so weiter. Und beide Eltern sind Italiener. Genau. Kannst du mal wieder ein Kochvideo drehen? Klar, mache ich sehr, sehr gerne. Ich liebe es zu kochen. Und in meinen Vlogs seht ihr ja auch immer, was ich koche. Die Sophia fragt, sind deine Kinder gut in der Schule? Also, ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Sagen wir es so. Doch. Also, natürlich, es kann immer besser sein, aber es kann auch schlechter sein. Und ja, der Max hat ein super Abitur. Der Moritz ist super in der Schule. Der Gianluca auch. Und der Alessandro auch. Der gibt sich auch super viel Mühe. Der hat jetzt Französisch ganz neu dazu bekommen. Ist total süß. Hat er mir schon ein bisschen was gesagt, was sie gelernt haben. Also richtig, richtig süß. Und ja, also ich bin zufrieden. Dann fragt die Ayonushka. Liebe Heidi, glaubst du, es wird anstrengend, nochmal so ein kleines Mäuschen großzuziehen? Ja, also es wird, denke ich, sehr, sehr anstrengend. Ganz egal, ob ich jetzt noch kleinere Kinder davor hätte, ob ich noch gar kein Kind hätte. Also ein Kind zu bekommen und großzuziehen ist immer sehr anstrengend. Ob es jetzt ein Schreibaby wird oder eins, das total lieb ist, es ist einfach eine riesen Umstellung. Und vor allen Dingen, man darf nicht nur die Anfangszeit sehen, die Anfangswochen oder Monate, sondern auf die Jahre. Also es ist ja immer Arbeit, jetzt auch. Ich mag das gar nicht, wenn die Leute zu mir sagen, naja, deine Kinder sind ja jetzt schon groß und du hast ja gar nicht mehr so viel Arbeit. Und ich denke mir so, ja genau, man hat immer Arbeit, man hat immer ganz, ganz viele Sorgen, Gedanken um seine Kinder. Man möchte nur das Beste und es ist einfach unglaublich viel Arbeit, aber es ist so, so schön. Es ist für uns mit das Schönste, eben diese Kinder aufwachsen zu sehen, sie zu erziehen und ja, eine wunderschöne Zeit eben mit ihnen zu haben. Und ich denke schon, dass es anstrengend werden wird, das kleine Mäuschen großzuziehen. Ja, und hier fragt die Leonie noch, warum wollt ihr das Geschlecht nicht wissen? Also, da könnte ich echt so ein Fass aufmachen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich sage es nur ganz kurz. Am Anfang hat sich das Baby eben nicht gezeigt und irgendwann war es dann auch mal wieder gut. Ich war dann alleine bei einem Termin, da hat sie mich gefragt, ob ich das Geschlecht wissen möchte. Habe ich verneint, weil mein Mann nicht dabei war. Klar, sie hätte es mir sagen können und ich hätte ja auch die Klappe halten können, wenn er es nicht wissen wollen würde. Und irgendwie, ja, ist so, passt es jetzt. So ist es jetzt wunderbar. Bei unseren beiden letzten Söhnen wollte mein Mann das auch nicht wissen, wollte sich auch überraschen lassen. Und diesmal,
ja, lassen wir uns beide überraschen. Ich finde es total schön, weil es völlig unwichtig ist. Es ist völlig unwichtig, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge wird. Also uns ist es total unwichtig. Wir haben jetzt kein fünftes Kind geplant und bekommen auch kein fünftes Kind des Geschlechtes wegen. Also das ist total wurscht. Echt. Also es gibt so, so viel Wichtigeres. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt ausholen ohne Ende. Aber das mache ich nicht. Wir machen weiter. Und zwar, liebe Heidi, ein glücklicher Mensch und Tatkraft, das hast du. Freue mich immer über alles zum Baby und denke an meine Zeit zurück in den 70ern. War wunderbar, schreibt die Kerstin. Ja, viele liebe Grüße an dich, liebe Kerstin. Es ist immer total schön, wenn man zurückblickt und schöne Erinnerungen hat. Das stimmt, da hast du recht. Dann, liebe Heidi, ach und danke für deine lieben Worte natürlich auch. Dann fragt mich die Simlo 3 Tabby Deluxe, mit welchem Bauträger wir gebaut haben. Ich kann euch den Namen leider nicht sagen, weil das natürlich hier ortsgebunden ist, klar. Aber die haben uns unseren Rohbau hingestellt. Über 9 Monate waren die hier und haben Stein auf Stein ganz fleißig jeden Tag gearbeitet. Und ich habe sie immer besucht. Ich habe ihnen lecker Pizza gebracht und Kaffee und Kuchen und habe zugeschaut, dass es ihnen gut geht, damit die mir hier was Schönes hinstellen. Ja, nein, ich mache mir Spaß. Ich habe mich echt gut mit denen verstanden. Also wir haben auch viele Bilder gemacht. Das war eine richtig coole Zeit. Auch unser Richtfest. Also das, ja, als wir gebaut haben, das war schon echt eine coole Zeit. Aber jetzt ist es auch eine coole Zeit. Ich denke gerne an die Zeit zurück, sagen wir es mal so. Aber man soll ja nicht so in der Vergangenheit leben. Man soll ja, ne, im Hier und Jetzt leben. Genau, also ich würde sagen, ich habe noch so viele Fragen, aber das ist jetzt einfach zu viel. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Einige Dinge habe ich euch ja jetzt erzählt, beziehungsweise hier hätte ich noch eine. Das finde ich ganz gut. Aber dann machen wir auch Schluss. Also zum einen fragt die Annika noch, sprechen deine Kinder auch Italienisch? Nicht so. Also nein, die verstehen es, auch wenn meine Schwester da ist. Aber ja, nein, das, ich weiß nicht. Ich glaube, die denken dann so, dass sie vielleicht was Falsches sagen und trauen sich nicht. Also so ging es mir, als ich klein war. Und ja, dadurch, dass mein Mann ja kein Italienisch spricht, mit mir hier zu Hause ist es auch ein bisschen schwierig. Aber es ist völlig in Ordnung so. So haben wir uns das ausgesucht und so passt es. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, ich beende jetzt mal hier an dieser Stelle das Video, weil das waren jetzt echt viele Fragen und ich weiß jetzt nicht, wie lang es geworden ist. Ich habe noch so, so viele Fragen hier, kann euch gerne noch einen zweiten Teil abdrehen. Das ist überhaupt gar keine Frage, mache ich natürlich gerne. So lernt ihr mich ja auch ein bisschen besser kennen, meine Einstellung und ja, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Interesse habt. Genau. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Draußen ist schon super dunkel, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt. Es ist ja auch schon spät und ich habe Hunger. Ist ja nichts Neues. Genau, deshalb verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne Feedback. Abonnieren ist kostenlos. Ich sage es gerne nochmal dazu. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Dann verpasst ihr auch nicht, wie dieses Baby zur Welt kommen wird. Genau, wir werden sehen. Dauert ja noch ein bisschen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!